Es gibt zwei Regeln, an die wir uns vor allem halten müssen. Liebt Gott und liebt einander. Ich kann nicht die Menschen lieben, die ich töte. Ich eröffne meinen polemischen Aschermittwoch mit der Theatralik eines hochnäsigen Landesbischofs. Doch hab weit mehr als bloße Sportreden im Haftnotizblock und die Narrative eines Horrorfilms von Alfred Hitchcock. Ich misch euch bittere Pillen, die ihr zu schlucken habt, denn ich trau weder potenzierten Globuli noch Pflanzenwirkstoff. Und all deine mit Hand und Fuß versehenen Argumente landen nach dem Diskurs halb tot geprügelt an einem Krückstock. Während du Meinungen von Leitfiguren notbedürftig adaptierst, sorge ich für Großhirnrinden über Strapazierung. Pack Themen außerhalb der Schlosstüren von Kassel Windsor in meine Musik, denn Talentlosigkeit ist was für TikTok. Deine Wissensschätze sind den Set nicht wert, also bitte erzähl mir nichts vom Steckenpferd. Von deinen Hobbys und den Bubble-Meinungsbildern und nutzt das Facetune mal lieber den Halbwahrheiten-Filter. Wir sind nicht erst seit gestern eine Macht- und Leistungswirtschaft, also wieso leistest du dir nichts als halbherzige Fehler? Ich mach generell nur, was mir vorteilig erscheint, zumindest das hab ich behalten aus der Borderliner-Zeit. Killer-Kammer wie Dama. Ich mach hier Stimmung wie ein Psychiater. Komm, ich zeig dir nen Lifehack, ein einziger Mic-Check ändert dein Mindset. Denn ich hab immer noch Charisma und ich bin immer noch ein Antipas. Killer-Kammer wie Bundy und Ed Gein. Urban Legend im Uncanny Valley. SZM Kettensägen Massaker, ich zerleg deine schimmelnde Moralkeule zu Brennholz. Schenk dir reinen Wein ein mit Essigsäure im Abgang und wisch mir danach dein hochgewirktes Inneres vom Trenchcoat. Immer dasselbe, wenn ich Ansagen mache, riech ich mit gerupfter Nase ihre Angst. Zwei Attacken und die säuerliche Note ihrer Langschweinenacken und spül es runter mit nem Gläschen Brandwein im Rachen. Wenn ich jemanden bloßstelle, ist er mir ausgeliefert. An dem Tag, als die Idee der Energiewende kam, wurden allmählich alle Schäfchen im Land linksliberal. Aber Pläne, das Ozonloch zu schließen, führte zu Prokrastinieren und einem viel zu starken Rohstoff versiegen. Nachhaltig produzieren heißt heute im Norden von Chile Berge von Lithium abzubauen für Elektronikartikel. Die Umweltschützer wiederum nutzen für Großoffensiven, indem sie online gegen eben jene Konzerne schießen, die sie ironischerweise mit den Exporten beliefern. Scheint, als wirke das Smartphone in der Hand lobotomieren. Du kämpfst dich wie ein Löwe, das ist Floskeldrescherei. Riech mit deinen Flügeln wieder in den Vogelkäfig rein. Sagst du mir irgendwas von Wiederaufstehen, wenn man am Boden liegt? Vergieß ich eine lyrische Träne für große Poesie und schreib an Mark Zuckerberg einen Brandbrief, damit er seine Datenkrake züchtigend ansieht. Und stimmt ja dir ist, was andere reden, so egal. Doch wieso rechtfertigst du dich dann unter jedem Kommentar? Wie ihr nichts könnt, außer Belanglosigkeiten aneinander zu reihen. Einschluss und die Gedanken sind frei. Ja, von mir kannst du noch was lernen. Denn ich verliere mich nicht in anspruchslosen Märchen von nach so modernen Selbstbildern und konfidenten Gören, die für ein rot blinkendes Herz ihr letztes Lot würden zerstören. Und das Wissen aber gut. Die paar Selbstbetrügereien nimmt die Welt dir dankend ab und bringt dem Tätowierer seine verifizierte Eigenbrötlerstatus. Anthropophobe Geisteswissenschaften. Ich pass doch nicht beim Wording an eine Zeit an, die ich hasse. Ich rede doch nicht schön, was ich eigentlich verachte. Glaub mir, dass ich immer ehrlich meine, was ich sage. Und stillschweigend schreib mir meine Meinung ins Gesicht. Was für ein Glück, dass im griechischen Alphabet noch ein paar Glyphen mehr für weitere Virusmutanten stehen. Ich gieß noch etwas Öl ins Feuer der Propagandamaschine, bis sich jeder fragt, ist das denn noch provokante Satire oder zieh ich hier weiter moralisch fragwürdige Linien? Dann wirf doch einen Blick auf die orakelnden Matrizen einer Gegenüberstellung in der Faktenanalyse. Alleinige Tatvorwürfe erfüllen keine Beweispflicht. Gleich wie sehr du dir einen Sündenbock herbeiwünschst in Form eines misogynen Feigbilds. Und überhaupt ist mir doch egal, was Promis in ihrer Freizeit machen und ob sie sich immer vorbildlich verhalten haben. Schmälert ein Kunstwerk in seinem Endergebnis inhärenter Ästhetik nicht einmal um Daumenbreite. Und House of Cards ohne Kevin Spacey ist in meinen Augen nicht mehr als ein dampfender Haufen Scheiß. Jede Zeile trifft, ich schreib keine Rockrepierer, nein. Ich steh für ein kleines Stück Nordkorea in Deutschland. Erarbeit mir ein Standing als Volksverhetzer des Zeusal. Beintorcher Kill, der Großmembran, man ist Neumann. Wut geladen, schließ ich dumme Plagen kaputt und treff damit dem Mainz Schwarze bei den vulnerablen Gruppen von Missgeburten, die denken, dass sie immer alles besser wüssten. Doch wer dem so würden sie ungefragt von mir buckeln oder sich zumindest ducken. Arschgeier will fressen. Ich bin ein noch viel zu netter Hardliner auf Xanax. Und die inhaltlich mein
scheiß trockenen Themen. Bloß der trockene Humor sind direkt doppelt ästhetisch. Zu denken, es gäbe irgendetwas gratis ohne Pflichterfüllung, ist denn jeder noch so frei in Marktwirtschaft nur widersprüchlich? Du willst gegen erste Weltprobleme für mehr Rechte kämpfen, doch hast genug davon, ja eben, sogar Menschenrechte, auf die du glaubst, ein Anrecht zu haben. Ja, dann erzähl das mal den 4,5 Milliarden Asiaten, die dir dazu unter Garantie was anderes sagen. Zum Handel mit Sklaven, genozidalen Arbeiterlagern und dem Verfahren mit den Kritikern des Staatsapparates, die in den zum Teil auf volksrepublikanischen Straßen fahrenden Hinrichtungsbuspatrouillen bereits abgefüllte Giftinjektionsampullen und Nadeln erwarten. Und nein, das sind nicht die Werte Europas und der USA. Doch weißt du was? Mit denen sind wir deutlich in der Unterzahl. Bitte sag mir, wer denn hier jetzt recht hat? Die Mehrheit ferner Länder oder die westliche Gesellschaft? Weil du es nicht anders kennst, ja, wie kann man nur so ängstlich sein? Von der Geburtsurkunde bis zum Rentenbescheid. Ich reiß dir auch nur ein paar moderate Seelenwunde, doch die gehen tiefer als jede Solidaritätsbekundung. Doch erst wenn am Ende aller Merkel-Appelle auf deinem EEG die Wellen veräppen, darfst du dich Werdenker nennen. Oder wie auch immer Leute sich bezeichnen, die eindeutig an Realitätsfernweh kränkeln. Was reden die von grad wandernden Diktaturen mit Revolutionen wie Thomas Hornau als Führer? Double Duck und ich mir lieber HP Lovecraft. Löffel Milch und Cornflakes und extra Koalitionscheck. Halt weder was von Menschenrechtskommissionen noch deren Demonstrationen noch gendernden Vollidiot. Innensternchen, ich bin eine Kunstgröße und erlaub mir weiter alles. Ich lass mich nicht mundtöten, ihr Hurensöhne, aber kann ja nicht jeder so ein Arschloch sein. Also ich meine, ein Arschloch braucht ja auch irgendjemanden zum nach unten treten. Bei meiner Manhunter Erde, ich hinterlasse hier nichts außer verbrannter Erde. Verbrannte Worte gegen Hilfeschreie. Ich räucher dieser Welt aus ihrer Midlife-Crisis. Besser du kennst deinen Plan. Andernfalls red ich dich über den Erdscheibenrand. Und eure Generation Z wird komplett ausgelöscht von diesem Slenderman in Black. Soll das eine Botschaft sein? Möglicherweise. Was für eine? Dass Gehorsam viel billiger ist als Dickköpfigkeit.